Ja, da kann man auf jeden Fall einiges an Munition abstauben. Aber hallo. Gut. Und sie daher. Ah, überladen. Okay, aber die Stimpaks will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. 40 Stimpaks. Das ist nicht ohne. Plasma. Wer hat denn alles an Plasmagewehr mitgenommen? Okay, Eis hat 4. Also 3 Plasmagewehre. Und Peter hat eben noch eins. Also haben wir insgesamt 4. Einer von denen hier? Nee. Ja, wäre jetzt eben die Frage, soll ich das auch noch rauswerfen und stattdessen lieber die Munition mitnehmen, wäre wahrscheinlich sinnvoller. Wir sind aber nur um eins überladen. Da müsste ich jetzt eigentlich ganz ehrlich irgendwas anderes einfach rausschmeißen. Ja, wie viele von denen muss ich ja rausschmeißen, damit ich genug Platz habe? Das kann natürlich noch dauern. 5. Ah ja. Super. Gut. Ich würde sagen, wir können endlich von hier verschwinden. Beziehungsweise müssen wir mit dem Bürgermeister reden. Der gibt uns dann den Kopf und dann müssen wir noch die anderen Teile organisieren. Ja, ich würde sagen, zumindest den Teil der Mission haben wir jetzt schon erfolgreich erledigt. Ich gucke nochmal auf den Pip-Boy. Bring die Roboterteile an dich. Genau. Ja, dann reden wir erstmal mit dem Bürgermeister. Der wird uns zumindest den Kopf geben. Ja, toll, die labern uns hier immer noch an. Besonders, wir haben jetzt hier gerade irgendwie 50 Reaver umgelegt und die quatschen uns hier immer noch von allen Seiten zu. Okay, hallo, hallo, hallo. Liebe Leute, ich würde gerne nochmal mit dem Bürgermeister reden. Ja, und wo ist denn der Farmer? Gute Frage. Okay, ich würde sagen, wir platzieren einfach mal, beziehungsweise ich setze die ganzen Kollegen hier ab. Dann speichern wir nochmal und dann müssen wir eigentlich nur noch die anderen Roboterteile organisieren. Also speichern. Und gut. Dann würde ich mal sagen, los. Hallo, Herr Bürgermeister. Na, du kommst ja gleich zur Sache. Viel reden tust du ja auch nicht. Aber hier, nimm ihn. Er wird mir nicht fehlen. Und diese Stadt braucht nicht noch mehr Ärger. Denk nur immer dran. Wir haben keine Lust, der Bruderschaft all unsere jungen Leute und unsere Vorräte zu überlassen. Ich weiß, ihr Typen könntet unsere Stadt innerhalb von 5 Minuten einnehmen. Aber ich hoffe, ihr lasst uns in Frieden. Viel Glück bei dem, was auch immer die Bruderschaft tut. Dankeschön. Das weiß ich zu schätzen. Er ist ja immerhin ehrlich. Okay, und zwar Roboterkopf. Keine Beschreibung vorhanden. Das heißt, wir haben jetzt den Kopf des Roboters und ich glaube, Eis hat jetzt auch noch den Roboterrumpf. Das heißt für uns, wir müssen jetzt nur noch, ich glaube, 3, 4 Teile besorgen. Naja, also immerhin. Achso, kann ich nicht nochmal mit ihr reden? Achso, Moment, ich kann ja aber nochmal den Dialog nachschlagen. Dialog. Hier. Okay. Rick, der Barkeeper, mit dem haben wir schon gesprochen, aber der war nicht gerade sehr freundlich. Hank, der untreue Familienvater, den müssen wir noch finden. Und Julian, der Laden. Ach, der Ladenbesitzer. Ich dachte irgendwie, hier wäre noch ein Farmer. Das heißt, wir hätten hier ein, zwei, drei Leute, die noch einen haben. Und Casey Barrett hat angeblich auch noch einen Teil. Aber das muss erstmal überprüft werden. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage: Pip-Boy, Ziel, bring die Roboterteile an dich. Okay, also wir brauchen jetzt eben noch die restlichen Roboterteile. Dann sollen mir gerade nochmal die Eis zumindest den Rumpf geben. Peter. Dann haben wir den Roboterkopf, der wahrscheinlich am wichtigsten ist, und Roboterrumpf. Und dann heißt es jetzt, die anderen Teile irgendwie aufzutreiben. Wie genau wir das jetzt anstellen, weiß ich natürlich nicht. Da oben war eigentlich auch keiner mehr. Ach, hier hinten, das sieht auch noch interessant aus. Gut, wir sehen uns einfach mal um.
Ich bin wirklich froh, dass wir die Mission doch so erstaunlich gut geschafft haben. Hier ist noch ein Zivilist. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ob hier irgendwelche Bewohner zu finden sind. Ja, wir haben hier auch eine gute Beute gemacht, kann ich mal behaupten. Ja, Bücherregal, komm. Da bedienen wir uns nochmal. Ach hier, das Meth-Amphetamin-Kaugummi. Schöne Sache. Da fällt mir ein, ich habe in Fallout 1 und 2 auch nie wirklich diese ganzen Drogen genommen. Ich meine, man kann sich ja da sonst was einschmeißen. Ich habe das irgendwie nie benutzt. Okay, er will da jetzt aber leider nicht nach oben gehen. Ich würde da gerne mal hingehen. Ja, doch, da würde ich... Achso, Moment, wir gehen einfach mal hier lang. Ja, da geht's. Okay, Peter, na komm schon. Peter ist unser Held des Tages. Okay, aber hier ist soweit eigentlich auch nichts Besonderes. Ich kann dann hier an der Seite hier entlang gehen. Ordnungshüter. Auch wieder sehr detailliert gemacht, die Map. Finde ich also auf jeden Fall schön, sich das Ganze hier auch einfach mal anzusehen. Juans Emporium. Dem statten wir mal einen Besuch ab. Zivilist, Zivilist. Okay. Gut. Der sollte noch einen Teil haben. Juan. Ah, ein Krieger. Tritt ein, Kamerad, tritt ein. Bist du auf der Suche nach Ware oder willst du hören, was passiert ist? Naja, dieser Roboter ist in Junction City einmarschiert und hat Randale gesucht. Also jeder in der Stadt wird dir sagen, dass meine Fähigkeiten als Krieger nur von meiner Geschicklichkeit im Regale auffüllen übertroffen werden. Ich schwöre, dieser Roboter hätte sich fast in die Hose gemacht, als er sah, wen er da vor sich hatte. Das entschädigt mich irgendwie für die Zeit, als ich noch jung war und alle auf mir herumgehackt haben. Jedenfalls habe ich hier ein Stück von dem Monster, wenn du an einem Handel interessiert bist. Mein Kumpel Hank hat auch ein Stück. Schau doch mal bei ihm vorbei. Okay, dann tauschen wir mal. Und zwar... Ah ja. Okay, also er hat einen Roboterarm, der 2960 Dosenringe wert ist. Und wir haben... Wie viel waren es jetzt? 2960, okay. 2960. Zack. So, das war's schon. Ja, ich würde sagen, danke dafür, ne? Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit ihnen Geschäften zu machen. Ja, da müssen wir noch zu Hank gucken. Das ging erstaunlich einfach. Zum Glück habe ich diese ganzen Dosenringe behalten und auch mitgenommen. Das wäre jetzt ansonsten sehr ungünstig gewesen. Gute Frage, wie hätten wir eigentlich sonst an das Teil kommen sollen? Naja. Wird es wohl doch noch Möglichkeiten geben. Hank... Ja, wo Hank hier am Start ist, weiß ich natürlich nicht. Zivilist. Glaubst du, die Reaver haben Spione geschickt? Naja, also wir haben jetzt ungefähr ein paar Dutzend von denen umgelegt. Das wird die zumindest erstmal fernhalten. Zivilist. War ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht. Eisfach. Und mal die Speicherregale nochmal. Ich denke mal, die restlichen Roboterteile werden wir auch noch zusammenkriegen können. Aber auch sehr interessant. Also wie gesagt, zum Beispiel diese Mission wieder mag ich sehr. Weil der Kampf, der war nicht übermäßig schwer. War auf jeden Fall gut machbar. Keine Energiezelle. Bin ich wieder überfüllt. Na, kann ich eigentlich auch hier lassen. Und wir müssen jetzt eben diese ganzen Roboterteile finden und hier ist eben auch noch so eine kleine Hintergrundgeschichte dabei, denn dieser Roboter ist eben hier im Ort eingefallen und wurde dann eben von den Einwohnern erledigt und wir erfahren auch eben von den Charakteren etwas. Und das zum Beispiel gefällt mir dann sehr. Nur diese ganzen Missionen, in denen man dann einfach, keine Ahnung, töte XYZ Banditen, das ist dann eher etwas, naja... Sehr repetitiv. Hier unten war ich auch noch nicht. Ja, wo Hank ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht.
Casey, die hat doch angeblich auch noch was. Na, Schnucki? Wow, bist du es wirklich? Oh nein, wie sehe ich denn nur aus? Ich bin Casey, die Mechanikerin hier. Nett, dich kennenzulernen, Krieger. Ich habe gehört, dass ihr Jungs wisst, wie alle möglichen Dinge funktionieren. Was? Ich soll mich euch anschließen? Ich würde ja gerne, aber ich glaube, ihr wisst nicht, wie krank mein Vater ist. Er wurde in dem ersten Angriff der Reaver angeschossen und ich glaube, seine Wunde hat sich infiziert. Letzte Nacht hat seine Zunge angefangen, schwarz zu werden. Und dann hat er 5-mal ins Bett gemacht. Und ratet mal, wer die Scheiße wegmachen musste. Ach, ich wünschte, es gäbe einen Arzt in dieser Stadt. Aha. Guten Tag, der Herr. Steven Barrett. Ah, okay, stimmt. Sie war also auch die Mechanikerin, die wir mitnehmen sollen. Also überzeugen sollen, dass sie sich eben der Bruderschaft anschließt. Hatte ich schon ganz vergessen. Wie dem auch sei, können wir den jetzt nicht einfach heilen? Mit unseren magischen Fähigkeiten. So. Gucken wir mal. Oh Gott, das war's dann. Herr, ich komme. Ja. Ja, und jetzt? Oh. Super. Weißt du was? Ich werde ihn auf der Arbeitsfarm für Senioren unterbringen. Die frische Luft wird ihm guttun. Und ich habe langsam die Nase voll, ihm ständig seinen alten, faltigen Hintern abwischen zu müssen. Er hat mir immer gesagt, dass ich meine Träume verwirklichen soll. Lass mich nur eben meine Sachen packen. Wir sehen uns dann im Bunker. Na, die ist ja nett zu ihrem Vater, aber ich mag sie. Hey, neue Stufe. Moment, wenn ich jetzt nochmal den Pip-Boy gucke, da stand das aber auch gar nicht mehr drin, dass wir, naja, die Mechanikerin eben brauchen. Weißt du, ob Anna noch wütend auf mich ist? Ich habe keine Ahnung. Moment, Pip-Boy, Dialoge. Aha. Besonders, Casey Barrett hätte auch einen Teil, aber wenn du mich fragst, das Einzige, was sie hat, ist ein übler Tripper. Das ist schon mal gut zu wissen. Für gewisse Fälle. Wie dem auch sei, oh Gott, da muss ich jetzt an Fallout 2 denken. Da waren wir ja in so ein paar, naja, Etablissements für Gentlemen in Fallout 2. Das war sehr interessant, besonders weil ich das am Anfang überhaupt nicht geblickt hatte. Das war schön. Ach ja, oh, ich habe wirklich solche schönen Erinnerungen an Fallout 2. Ich finde das irgendwie super. Ist aber auch einfach eine tolle Reihe. Naja. Wie dem auch sei, okay. Ja, also ich nehme jetzt einfach mal an, sie hat wirklich keinen Teil. Wir haben ja einen Teil bei den Banditen gefunden. Du hast es geheilt, ich verdanke dir mein Leben. Das ist schön für dich. Also wirklich jetzt. Bruderschaft, aufgepasst, jetzt komme ich. Welche Anna denn? Na, ist mir jetzt auch egal. Gut, wir haben sie überzeugt. Ich brauche jetzt aber immer noch Teile. Und zwar einmal von Hank und einmal von dem komischen Barkeeper. Moment, Pip-Boy. Und zwar Rick, der Barkeeper, genau, Hank, der untreue Familienvater. Wo hängt denn Hank, der untreue Familienvater, rum? Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin hier neu in der Stadt. Ich bin ja erst seit, naja, etwas über 1,5 Stunden. Da weiß ich auch noch nicht alles. Naja, reden wir erstmal mit dem Barkeeper. Mhm. Dreh dich jetzt um und verlass meine Bar, wie es sich für einen kleinen, lieben Soldaten gehört. Und bleib verdammt nochmal draußen! Ach ja, jetzt also auch noch Mutterwitze. Das ist aber ein netter Geselle. Aber wo? Das ist doch Hank. Also, nee, Rick, Quatsch. Genau, das ist Rick, der Barkeeper. Hank war der andere. Ja, aber wo finde ich denn jetzt das Teil von dem? Ich meine, hier oben war das ja auch nicht. Ja, anscheinend nicht. Hm. Wir brauchen noch sein Teil. Also sein Roboterteil. Er will ja nicht mit uns handeln, wieso auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Problem er da mit uns hat. Ich meine, wir haben die Stadt vor den ganzen
Revan gerettet. Beziehungsweise befreit. Na schön. Ich kann nochmal hier langlaufen. Ist natürlich schön und gut. Ja, und dann müssen wir noch Hank finden. Also ich muss ihn noch irgendwie überzeugen. Was denn Hank? Ja. Ich glaube, meine Schüsse sind einfach daran abgeprallt. Ja, an dem Roboter eben. Okay, die sind wieder sehr nett. Kann ich den irgendwie nochmal fragen? Okay, okay, reg dich doch nicht so auf. Was? Oh. Atme tief durch und schon geht's uns besser. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich angebrüllt habe. Aber ich habe seit ziemlich viel mitgemacht. Anna, die Assistentin des Bürgermeisters, hat mich erwischt, als ich mit Casey rumgemacht habe. Ah. Schau dich doch um, es gibt nicht gerade viele heiße Bräute in diesem Loch. Und ich bin kein Brahmin, Steimers Bruder. Oh, das sollte keine Beleidigung sein, Kumpel. Hier, nimm es einfach und lass mich in Ruhe. Ach. Ja, das ging ja schnell. Vielen Dank dafür. Geh zur Endposition, um die Mission zu beenden. Achso. Okay. Was war jetzt mit Hank? Hank, der Unter... Ich habe doch von keinem Hank einen Teil bekommen. Das war Rick. Moment. Ich habe doch jetzt einmal... Der Roboterarm von dem komischen Verkäufer da hinten. Den Rumpf aus diesem Werktisch bei den Banditen. Den Roboterkopf haben wir vom Präsidenten bekommen. Und Roboterantrieb haben wir jetzt von dem Rick bekommen. Hä? Also klar, ich habe jetzt alle, aber welches Teil habe ich jetzt von Hank? Weil Hank hatte ja eigentlich eins. Okay, und Rick hat also mit wie heißt denn die jetzt eigentlich? Chasey? Casey? Moment. Hier, die Casey. Also Rick hat mit Casey rumgemacht. Und deswegen ist wohl Anna, und Anna hat sie erwischt und deswegen ist jetzt Anna voll eifersüchtig oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Aber trotzdem gut zu wissen. Okay, mit der können wir auch nicht reden. Okay, ich würde sagen, wir gehen. Wir haben hier alles erledigt. Das heißt, wir können abhauen. Wo ist denn die Endposition? Ach, hier. Gut. Dann Peter, mach dich mal auf den Weg, Kollege. Und die drei können gleich hinterherkommen. Ich würde sagen, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Sowas von erfolgreich. Also, das ist tipptopp gelaufen. So, genau. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die hier mal angelaufen kommen. Ice ist natürlich immer noch verletzt. Und Robin, der ist... Naja, dem geht's echt nicht mehr gut. Gut, dann warten wir erstmal auf die beiden noch. Und dann können wir schon wieder verschwinden. Ne, ich speichere einfach mal wieder. Ich habe ja die Zeit. Ach, der General wird bestimmt stolz auf uns sein, da bin ich mir sicher. In der Zwischenzeit, während die beiden angelaufen kommen, das kann nämlich noch dauern, kann ich einmal auf den Charakter gehen. Denn wir haben hier ein Level abbekommen. Jetzt habe ich wirklich, wow, 44 Punkte, 33 Punkte, 37 Punkte und 36 Punkte. Das ist nicht ohne. Erste Hilfe, Feldarzt, Stein. Jetzt ist die Frage, soll ich Stein noch auf Energiewaffen spezialisieren oder soll ich lieber weiter die großen Waffen aufwerten? Das ist immer schwierig. Ja, hier machen wir einfach nochmal die Punkte hier. Ja gut, wir verbrauchen jetzt auch wesentlich mehr Punkte, wenn wir eben die Sachen hier aufwerten. Machen wir mal so. Peter hat 36 Punkte. Den machen wir mal hier auf 201% bei kleinen Waffen. Also das sollte ja schon echt reinhauen. Ja, Feldarzt machen wir auch nochmal oben. Und erste Hilfe. So. Okay. Genau, dann sollen die nochmal hier. Ich finde es echt super, wie lange das dauert.
Ihr seht's ja, die beiden laufen immer noch. Ist echt herrlich. Ich kann ja nochmal speichern, ist ja gar kein Problem. Ja, ja, komm. Gut. Also, dann, wenn die beiden sich mal hier nach drüben bewegt haben, dann können wir wieder zum Bunker zurückkehren, würde ich sagen. Hervorragende Arbeit, Krieger. Die Roboterteile, die du mitgebracht hast, passen zu dem Apparat aus dem Raiderlager in Rock Falls. Im Moment führen unsere Gelehrten gerade Tests durch. Wenn wir herausfinden, wie das alles funktioniert, werden wir besser in der Lage sein, die Gangster zu besiegen. Eine erste Untersuchung hat ergeben, dass der Roboter wegen eines früheren Kampfes mit Supermutanten schon schwer beschädigt war. Das passt zu den Berichten einiger nicht ganz so siegestaumelnder Einheimischer und den Mutantenblutspuren, die wir an einigen Stellen gefunden haben. Wir haben herausgefunden, dass eine Überlastung der beschädigten Stromversorgung zu der Explosion führte. In einwandfreiem Zustand kann ein derartiger Roboter 10 solcher Dörfer auslöschen, ohne danach auch nur die geringsten Verschleißerscheinungen aufzuweisen. Mit einer guten Mechanikerin in unseren Reihen können wir jetzt endlich die angefallenen Wartungsarbeiten an unseren Fahrzeugen aufholen. Außerdem habe ich ein Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen, damit wir nicht noch einmal vor solchen Problemen stehen. Wegtreten! Ist ja gut. Also, das haben wir doch gut erledigt. Heyo! Okay. Gut, wir kehren wieder zum Bunker Delta zurück. Ich würde jetzt bitte... Nein, ich möchte bitte gegen keine Mutanten kämpfen. Dankeschön. Okay, Bunker Delta. Jawohl. Okay, wie sieht's aus? Peter ist geheilt soweit. Eis, naja, Robin. Ja. Ja gut, Eis und Robin, die sind jetzt eben noch angeschlagen. Die müssen noch heilen, aber... Ach ja, ich werde diesen APC wieder zusammenbauen. Casey Barrett. Und hier unser anderer Mechaniker noch. Das heißt, wir sehen uns erstmal in der Basis um. Ich rede nochmal mit Casey. Hey, Fremder, das ist ja super hier. Ich kann's kaum glauben, was ihr hier für eine Ausrüstung habt. Ich habe in meinem Leben vielleicht 3 Autos gesehen und jetzt komme ich hierher und überall steht das tollste Spielzeug für uns Mechaniker rum. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Übrigens fange ich bald mit meiner Grundausbildung an. Wer weiß, vielleicht bin ich das nächste Mal, wenn wir uns treffen, schon Neuling, Casey Barrett. Das würde mich natürlich freuen. Ja, so viel hat sie nicht dabei. Okay. Apropos, Moment. Ich spreche nochmal mit dem Mechaniker. Ich hoffe, du bist gut versichert. Tauschen. Oh ja, der hat Geld. Dann biete ich dem gerade mal... Was soll ich dem denn alles anbieten? Gute Frage. Wir haben einiges an Munition, wie ich sehe. Also ein Plasmagewehr und ein... Einer von denen da? Ich glaube, die kann ich beide verkaufen, oder? Weil ich mich nicht irre. 6240. 6240. Sehr gut. Die bringen doch schon einiges ein. Moment, wenn ich jetzt nochmal auf Eis wechsle, genau. Die hat nämlich noch 3 von denen hier dabei, genau. Und ein Sunbeam-Lasergewehr. Und die bringen wirklich ordentlich was ein. Das ist echt schon mal nicht schlecht. Ja, ansonsten... jetzt muss ich natürlich nochmal gucken. Wie gesagt, jetzt haben natürlich alle Charaktere so viel wie möglich mitgenommen. Das heißt, jetzt sollten wir natürlich auch entsprechend die Sachen loswerden, beziehungsweise verkaufen. Oder eben im Schrank einschließen. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier keine Waffen horten, kein Waffenarsenal anlegen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Hat natürlich auch was für sich. Peter. Okay, Quartiermeister. Ich vermisse ja irgendwie unseren Elvis-Hitler-Verschnitt als Quartiermeister im letzten Bunker, der uns immer angeschrien hat. Das war echt ein toller Typ. Hoho. Was ist das denn hier? Plasma-Pistole. Okay, der bietet hier also auch so einiges an Heckler und... ja.
Ich sehe schon, der hat schon ein paar interessante Sachen. Eisenrohr und hier auch noch ein Kleingeschütz-Avenger. Der hat so einiges im Inventar. Was verkaufe ich denn jetzt? Ja, wow. Immerhin. Ja, Schrotpatronen, die kann ich ja noch für mich gebrauchen. Medipack. Arztkoffer. Dosenringe, die behalte ich auch. Bruderschaftsskript, da haben wir jetzt so einiges zusammen. Mikrofusionszelle. Die Sachen will ich eigentlich soweit sogar behalten. Achso, Moment. Das wollte ich jetzt nicht mal. Dafür lebe ich. Na, wenn Sie das sagen. Genau. Okay, folgendermaßen. Ah ja, ich bin jetzt auch schon ausgerüstet. Jetzt Eis. Mit dem Quartiermeister. Etwas flirten. Tauschen. Okay. Ja, der Schlüssel, der wird natürlich sehr viel einbringen. Den werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr gebrauchen können. Windicator, genau. Sunbeam Laser Gewehr, aber eins davon muss ich ja sowieso behalten. Ja, der kann verkauft werden. Mikrofusionszelle, Plasma Gewehr. Ist natürlich die Frage, ob wir davon nochmal zwei verkaufen wollen. Kleingeschütz Avenger, davon können wir auf jeden Fall eins verkaufen. Die jetzt auch gar nicht mal so viel einbringen. Wenn ich jetzt davon zwei verkaufen würde. Ja. Ich glaube auch, dass die hier so viel einbringen, oder? Sunbeam Lasergewehr, die bringen anscheinend. Ah, nee, es geht sogar. 1000. Ja, nicht mal ganz. Hält sich sogar alles in Grenzen. Moment. Wie viel hat er eigentlich noch der Mechaniker da hinten? Da kann man ja auch Geld gegen... Man kann ja bei allen Charakteren quasi die Sachen eintauschen. Was ich auch sehr gut finde. Also das ist schon eine sehr nette Sache. Und wie gesagt, wir müssen hier auch mal etwas Zeit investieren. Damit wir eben entsprechend die Munition und Waffen richtig aufgeteilt haben. Ich spreche nochmal mit dem Mechaniker hier hinten. So, auf geht's. Genau, dann können wir später nochmal mit dem General reden. Der natürlich dann auch schon direkt die nächste Mission für uns hat. Ihr kennt es doch. Ja, okay. Ja, tauschen. Und zwar, oh, das ist auch nicht mehr so viel. Na, immerhin. Wie viel bietet er uns eigentlich für die Waffe hier an? Der bietet uns viel mehr. Ja. Also, der hat jetzt nicht so viel Geld. Das ist das Problem. Aber prinzipiell... Moment, wenn ich jetzt eine von denen hier anbiete... Ja, der bietet uns viel mehr Geld als der komische Verkäufer-Typi. Ist ja wieder Abzocke hier. Na, dafür kriegen wir sowieso nichts. Ja, wenn das so ist, dann verkaufe ich natürlich meine Sachen lieber hier. Jetzt hat er hier eben 1000. Und dafür bietet er uns ja auch schon gleich. Boah, 3000 dafür, das ist echt. Na gut, prinzipiell kann ich ja Folgendes machen. Das hier machen. Und dann eben einmal das Geld. Und noch zusätzlich die ja, Werkzeugkästen zum Beispiel. Was etwas zu viel wäre, wie man wohl sieht. Okay. Moment, wenn ich jetzt davon noch eins drauflege. Werkzeugkasten, davon nochmal ein. Ja, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Gegen die beiden Sachen. Haben wir auch nochmal so einen extra Kasten? Ja. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich, machen wir jetzt einfach mal. Ist doch besser als nichts. Dann haben wir wenigstens etwas Nützliches bekommen. So können wir das ja auch sehen. Aber sehr interessant, dass wir bei ihm... Dass uns der Verkäufer ja auch so wenig gibt dafür. Das finde ich auch schon eine kleine Frechheit. So, Quartiermeister. Aber nun gut. Genau, das Geschütz haben wir jetzt auch zweimal. Wie viel gibt er uns dafür? 1000 immerhin.
Das Ding kann weg. Branekis Brief. 44 mm Granat. Wir haben hier eben noch diesen Granatwerfer. Den ich aber ehrlich gesagt lieber verkaufen würde. Wir haben immer noch diese Mutagenol-Spritzen, die wir mal gefunden haben, die ich auch mal gerne einsetzen würde. Da müssen wir aber auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ja, das können wir mal machen. Genau, anbieten. Der hat jetzt natürlich auch so einiges im Sortiment. Kaliber 50. Vor Kaliber 50 können wir nie genug haben. Hey, 15.000. Na, das ist ja ein toller Preis. Okay, Stein. Ich glaube, er hat gar nicht so viel zu verkaufen. Ja, tauschen. Okay, nein. Anscheinend nicht. Nicht wirklich. Gut. Dann können wir uns ja mal alle hier versammeln. Versammelt euch. Wer ist denn hier? Kerl, der Kaufmann. Aha. Aha. Moment. Bevor wir mit diesem zwielichtigen Mann hier plaudern, speichern wir natürlich nochmal. Und zwar hier unten. Der Let's Play Spielstand. Genau. Einmal hier.